Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind immer noch bei den Tuilerien und müssen den Palast infiltrieren. Zwei Alarmglocken haben wir schon. Wir haben auch schon zwei Attentate aus der Deckung begangen. Jetzt wollen wir ihn mal hier plündern, obwohl er eigentlich noch lebt. Können wir ihn noch nicht kurz eliminieren, seine Leiden erlösen? Ja, können wir. Okay. Da wollen wir gleich reingehen. Deswegen gehe ich lieber mal an der anderen Seite entlang, hier lang. Das ist doch etwas besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da sieht er mich. Da sieht er mich, wenn ich hier langlaufe. Schnell, 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 schnell weg. Schnell weg, 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 weg. Okay, und Deckung. Ja, das mit der Deckung, das klappt irgendwie nicht so richtig, aber irgendwie soll das wohl hinzukriegen sein. So. Dort laufen die beiden Loverboys durch die Gegend. Schnell weiter wieder verstecken. In Deckung gehen. Okay, er streunt um die Glocke herum und die anderen beiden laufen hier im Kreis. Wie machen wir denn das? Ich stehe jetzt gerade wie auf dem Serviertablett. Vielleicht schaffe ich es ja, die beiden in einem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Hilfe, 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 Hilfe. Deckung, Attentat aus der Deckung. Sehr gut. Hat keiner gesehen. Die Seiten sehen mich auch nicht. Okay, Doppelattentat. Perfekt. So soll es sein. So soll das sein. Jetzt muss ich nur noch irgendwie ein Attentat aus der Deckung schaffen. Sabotieren wir hier erstmal kurz. Und jetzt muss ich nur noch ein Attentat aus der Deckung schaffen. Dann habe ich hier die Sonderziele schon mal erreicht. Ich sollte mich mal kurz heilen. Ja, ich habe ja noch, genug. Ich kann auch hier die Freunde hier nochmal kurz plündern. Hey, mein Freund. Ja, tote Feinde sind meine Freunde. Das muss ich ja ehrlich sagen. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Tote Feinde sind immer ganz, ganz nett. Oh, drei Phantomklingen. Das ist selten, dass die Phantomklingen dabei haben. Sehr gut. Ah, wie kann ich jetzt noch mal aus der Deckung erledigen? Wenn ich mich hier mal kurz in Deckung begebe. Wo sind denn hier noch Gegner? Im Haus sind noch einige. Ach, im Haus soll ich das wohl irgendwie hinkriegen, noch mal ein bisschen aus der Deckung zu kämpfen. Okay. Ah, verstecken Sie mal. Wo ist denn hier? Wir sollen den Palast infiltrieren. Schauen wir mal hier. Okay, da unten steht noch jemand. Da oben steht jemand. Okay, gehen wir doch mal hier hin. Da oben steht ein Freund von uns. Phantomklinge. Kann ich den erreiche ich den von hier aus? Nein, natürlich nicht. Dann probieren wir es doch mal anders. Kann ich hier in Deckung gehen? Kann ich den von hier aus irgendwie treffen? Das ist natürlich treffe ich jetzt erstmal den. So, da ist er. Okay, erledigt. Sein Freund steht dort. Den könnte ich durch einen Frontalangriff mal kurz erledigen. Da oben kommt gerade auch wer angescheißert. Kriege ich den von hier aus? Ah, der könnte mich sehen. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Die Alarmglocken habe ich ausgeschaltet. Er sieht gerade, dass sein Freund tot ist. Das ist eher schlecht. Hier war nichts los. Hier ist alles in Ordnung. Das war's. Okay, Deckung. Deckung. Da bist du ja. Und eliminieren. Kill it with fire. Okay. Leider keine Antwort aus der Deckung. Ich bin in der Deckung und kann ihn nicht töten. Das ist echt blöd. Blöd ist das. Okay. Jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig hier rein. In der Hoffnung, dass uns hier keiner sieht. Hat mich jetzt einer gesehen? Hat mich jetzt einer gesehen? Da ist noch jemand. Oh, er ist schon fast tot. Er sieht mich auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verstecken wir uns hier mal. Warten wir, bis er vorbeikommt. Wenn ich das richtig habe, läuft er hier gleich direkt davor lang. Und das müsste doch uns helfen, dass wir ihn jetzt schnappen. Schwupp. Attentat aus dem Versteck. Sehr schön. Aber leider, Berserkerklingen voll. Oh. Okay. Schaffen wir es irgendwie, die Freunde hier hinzulocken, dass ich den Attentat aus der Deckung machen kann? Deckung, okay. Jetzt könnte ich auch nur mit dem Kirschbomb nochmal auf mich aufmerksam machen. Komm noch mal her. Steh da nicht rum wie angewurzelt. Komm hier hin. Ja, sehr gut. Komm mal noch ein bisschen näher. Oh.
Sehr gut. Das hätten wir dann auch geschafft. Okay. Was? Wir schießen jetzt auf uns. Willst du mich verarschen? Komm mal her, mein Freund. So, Kollege Schnürschuh stirbt auch. Schwupp. Sehr gut. Hätten wir das auch geschafft. Und jetzt gehen wir mal. Ja, ich wähle mal lieber hier die Rauchbomben aus. Und hier, wie kann ich die Waffe denn nochmal nachladen? Die ist momentan nicht geladen. Wie konnte ich die Waffe nachladen, oder? Oh, wie ging das denn nochmal? Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr, wie ich die Waffe nachladen konnte. Okay, interagieren. Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Die Kutte wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh, ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Die wäre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Würden wir die nur finden. Ja, da, ich glaube, da haben wir was für. Da haben wir unser hübsches Adlerauge, das hier helfen kann. Ach, das ist ja ganz nah. Okay, finden, interagieren. Was sagt er dir? Sehr gut gemacht, mein Freund. Ich muss ja sagen, früher zu der Zeit, solche mechanischen Mechanismen gab es ja tatsächlich. Und das finde ich, sowas finde ich echt geil. Weil das war wirklich noch Handwerkskunst. Unglaublich. Etwas gefunden? Ein wahres Füllhorn, ja. Und ihr? Ich glaube, ja. Ja, das sind sie. Das sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen, zu gehen? Oh oh. Beeilung. Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Okay, hallo, meine Freunde. Deckung also. Okay. Dann attacken wir hier mal. So machen wir das. Und jetzt sollte es ganz einfach sein. Erledigen. So, gut gemacht. Es geschafft. Okay. Ich glaube, oder werden noch mehr kommen. Oder ich weiß das. Ja, oh Gott, oh, weg. Lauf. So, hier verstecken. Und eliminieren. Haben wir schon mal ersten. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt Attacke. Und Nummer 1 ist tot. Erledigt. Okay. Parieren. Und Attack. Okay, schnell wieder hier hin. Denn 1 Minute 20 müssen wir noch überleben. Da kommen die Nächsten. Und wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Und jetzt heißt es hier. Oh, der zweite haben wir auch noch eliminieren können. Dann wollen wir ihn noch kurz mal pariert. Und klack, tot. Okay. Schnell wieder hier verstecken. Nur noch etwas Kämpfen gelernt. Oh, wir sind sogar schneller als die Zeit. Oh ja, mein Freund. Gehen wir. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Oh, eine Idee. Ja, folgen. Ihr habt euch gut geschlagen. Ach, das ist Napoleon! Ich schätze, ihr habt nie eine militärische. Nicht, dass ich das schon wüsste, aber ich finde es einfach geil zu wissen: hey, das hier, den wir jetzt kennengelernt haben, das ist Napoleon Bonaparte. Der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller. Das ist wirklich eine geile Info, dass wir ihn hier kennenlernen. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf.
Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischall. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Ja, das werden wir machen. Bonaparte ist mein Name. Napoleon Bonaparte. Und das finde ich jetzt echt schade, dass sie uns vorher verraten, wer er ist und dass es nicht erst jetzt rauskommt. Angenehm. Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Nein. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Ja, wie gesagt, ich hätte es lieber gehabt, dass sie uns vorher nicht, dass sie sagen, dem Unbekannten folgen. Denn wir wussten bis dahin ja nicht, dass es Napoleon ist. Erst als er es jetzt gesagt hat. Okay, was kommt jetzt? Hier sind wir in einem Raum ohne Ausgang. Das ist schlecht. Ihr solltet in Deckung gehen. Deckung? Ach, was? Hier, Deckung, Deckung. Oh! Alles in Ordnung hier. Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen, Sir. Hier trennen wir uns. Auf einmal bin ich wieder sauber, vorher war ich noch gut gespritzt. Gebt mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Ja, und das war die Korrespondenz des Königs. Wir haben alle Zusatzherausforderungen meistern können und fahren jetzt fort. Schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen, wie es jetzt weitergeht. Ah, noch wird gespeichert. Ja, gucken, was jetzt kommt. Ah, wir werden einfach wieder hier herausgebracht. Okay. Schauen wir mal, was wir noch in der Nähe haben. Hier wird mir eine Kiste angezeigt. Wo ist doch? Die ist da unten drin. Da komme ich ja jetzt gar nicht hin. Aber hier hätten wir noch eine Zeitung, die wir hier finden könnten. Zum Beispiel, da liegt etwas. Interagieren wir mal kurz. La Patriote. Hier könnt ihr wieder alles gerne durchlesen. Eins der Finanzminister des Königs. Lafayette freigesprochen. Wieder werden unsere Bürger in der Liège von Habsburger Feudaltyrann besiegt. Könnt ihr euch alles gerne in Ruhe durchlesen. Einfach Pause drücken und dann könnt ihr euch das alles durchlesen. Wir werden jetzt mal kurz... Hoppala, na, das wollte ich nicht. Wir werden uns jetzt mal kurz nochmal die Datenbank angucken. Hier haben wir schon einige Patriot gesammelt. Was ich jetzt gerne machen wollte, ist mir die Datenbank ansehen. Und mal kurz den Datenbank-Eintrag... Tutorial-Einträge? Abschnitt ansehen? Nein. Hier Fallakten, Enzyklopädie. Da, die Menschen. Die interessieren mich. Allgemein. Hier haben wir schon einige, die wir kennen. Und unter anderem jetzt hier Belek. Ihn haben wir ja schon erledigt. Jetzt haben wir neu kennengelernt Napoleon Bonaparte. Wäre er nur ein paar Wochen früher geboren worden, wäre Napoleon Italiener gewesen. Was für ein schrecklicher Gedanke. Es wurde mit der italienisierten Fassung eines Namens Buonaparte auf die Insel Korsika geboren und die zu Genua gehörte. Bis die Genueser die Rechte an die französische Krone verkauften. Der dürre Napoleon hatte eine schwierige Kindheit und Jugend unter all den gebildeten jungen Adligen, die gleichen Militärakademien besuchten wie er, wirkte er mit der schlechten Kleidung, einem schweren korsischen Akzent und den dörfischen Manieren völlig deplatziert. Der künftige Kaiser, der gestiefelte Jakobiner, war ein böser Bengel, der sich oft von der Truppe entfernte. In 6 Jahren verschaffte er sich 38 Monate Freigang, verglichen mit 33 Monaten im Dienst unter französischem Banner. Er hatte also doch eigentlich sehr viel von einem Italiener. Okay, also ich glaube, den Rest muss ich jetzt nicht komplett vorlesen. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Hier zum Beispiel, ich scrolle es ganz langsam durch, dann könnt ihr pausieren und es euch in Ruhe durchlesen, wenn es euch interessiert. Es ist doch etwas viel Text zum Teil. Hier haben wir noch einen interessanten Part. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Wen haben wir noch kennengelernt? Wir haben Frédéric Ruy kennengelernt, den ich noch nicht kannte. Oder ob ich ihn doch kannte, ich bin mir nicht sicher.
Auch hier scrolle ich kurz durch, damit ihr es euch durchlesen könnt. Und Thomas Germain, François Thomas Germain, auch den kennen wir schon. Der hatte ja in der Sequenz am Anfang der Quest vorgelesen. Und Belek, ja, er hat uns verraten. Er war dafür, dass er hat unter anderem unseren lieben Freund, oh Gott, wie viele Leute haben wir schon kennengelernt? Wie hieß er denn nochmal? Lafreniere? Nein, Siver war es. Es gibt ja aber zu viele Leute. Zu viele Leute, eindeutig. Orte haben wir jetzt unter anderem Paläste, die Tuilerien, Palais de Tuilerie kennengelernt. Also einiges Neues. Oh, meine Güte. Hotel Particulaire, allgemein, was haben wir? Oh, ist das hier viel? Das kann ich gar nicht alles vorlesen. Viele, viele Menschen, Gruppen. Jakobiner Club, die Schweizer Garde, Pariser Geschichten haben wir einige, Beaumarchais, Gottes Willen, Orte, immer noch vieles, vieles, was wir, das kann ich gar nicht alles vorlesen. Um Gottes Willen. Okay, was können wir jetzt noch kurz erledigen für die letzten paar Minuten? Wir sehen hier schon, wir haben jetzt diesen Bereich hier freigeschaltet. Langsam, aber sicher wird die Karte hier komplett aufgedeckt. Hier unten werden wir mit Sicherheit noch kommen mit den anderen Quests. Haben wir noch was in der Nähe? Wir sind jetzt gerade hier, können uns vielleicht nochmal die Truhe kurz ansehen. In den letzten anderthalb Minuten der Folge. Das ist doch mit Sicherheit eine gute Idee, das noch schnell zu machen. So, ich selber habe ja Paris noch nicht besuchen können. Ich weiß nicht, ob ich es mal machen werde. Mal schauen, vielleicht irgendwann einmal werde ich mir Paris zu Gemüte führen und das mal besuchen. Ein Freund von mir hatte schon mal angefragt, hey, wollen wir nicht mal nach Paris... Verbrecher töten, das kriegen wir hin. Und ihn erledigen wir auch noch ganz kurz. Hey, mein Freund. Und er hilft mir sogar. Hi. Okay, Massenjagd ist beendet. So, da unten soll die sein. Wie kommen wir denn da bitte dahin? Ja, das ist doch doof, sowas. Und wer bist du? Keine Ahnung, wer du bist. Okay, da geht's irgendwie runter in die Katakomben. Wie komme ich da hin? Ah, das ist doch schon wieder viel zu aufwendig hier. Viel, viel, viel zu aufwendig. Hier komme ich nirgendwo durch. Doch, hier komme ich durch. Hallo, meine Freunde. Lasst ihr mich hier runter, wo auch immer das ist. Hier geht es runter, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geht es in die Katakomben. Da soll irgendwo diese wunderschöne Kiste versteckt sein. Da geht es wieder hoch. Da will ich aber nicht hin. Ich möchte irgendwie da... Ah, hier lang. Da ist auch schon die Kiste. Hallo, meine liebe Kiste. Darf ich dich öffnen? Sehr schön. Hallo Kiste. Okay, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier voneinander. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und mich weiter durch Paris begleitet. Hat mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.